Hallo und herzlich willkommen bei Meeple King. Direkt verkehrt rum angefangen, war bei Meeple King. Ja, ist doch scheißegal. Ist egal. Neues herzlich Format. Willkommen bei Meeple King and Friends. Neues Format. Dieses gespielt Format, das es auf vielen Kanälen gibt, aber wir machen das jetzt mal ganz kurz. Wir nennen es viel cooler, wir nennen es vier Typen, fünf Meinungen oder heute gespielt und gleich rausgequasselt oder ausprobiert und für irgendwie befunden, ja. Wir spielen heute mehrere Spiele am Stück, klassischer Zocktag, wir haben erst das Anno gespielt und geben euch jetzt mal ganz kurz und knackig unsere Meinung dazu wieder. Genau, ich würde sagen, wir rasseln ganz kurz unsere Standard-Dinger runter und danach holen wir die anderen beiden Jungs rein und dann gibt es hier von jedem die Meinung, auch wenn sie eigentlich keinen interessiert. Genau. Okay, ja, hier ist von Anno 1800. Vom Kosmos, um das mal kurz. Ja, okay, was sollen wir dazu sagen? Also das Inlay ist ein Schlag in die Fresse, das ist nämlich nahezu nicht vorhanden. Warte, ich zeige euch das Inlay jetzt. Ihr könnt auch einfach so machen, so ähnlich sieht das Inlay aus. Ja, das ist genau so. Ja, das ist wirklich... Ansonsten Materialqualität, ja, was soll man sagen, da hat man halt, um den Preis zu drücken, die billigste Pappe hier nochmal zu bedruckt und Karten sind jetzt auch nicht, also ja, was soll ich dazu sagen, es ist halt, ja, ist okay, es ist halt hier, Kosmos ist hier Familienspielsektor, also wenn er ein Escape-Spiel für 13 Euro kauft, dann hat das ungefähr dieselbe Qualität, also ist jetzt wirklich nichts bewegendes. Es ist Pappe. Ja. Pappe und Holz, ja. Also es ist okay für das Spiel. Ich ja, finde Holz kannst du bauen, ja, aber... Nee, das ist ein Holzwürfelchen. Ja, okay, Holzwürfelchen. Ja. Grundsätzlich finde ich es aber für den Preis könnte es man ein ist bisschen okay. mehr... Nee, ich finde, man hätte ein bisschen mehr rausgekommen für den Preis. Inlay hätte halt reingekommen, ne? Ja, genau, 20.000 Kleinteile gibt keinen Inlay, ist so ein Schlag in die Fresse. Ja. So, dann Spielerinteraktion. Relativ wenig. Man spielt viel auf seinem eigenen Tableau, man handelt miteinander. Ich weiß nicht, wenn ihr euch damit beschäftigt habt, also Anno generell ist ein PC-Spiel, es wird viel gehandelt, auch in diesem Brettspiel. Die Umsetzung ist gut, es wird viel gehandelt. Ihr könnt den anderen Leuten quasi immer ein bisschen die Waren von anderen benutzen, aber er kann sich dagegen nicht wehren, er kriegt einfach nur Gold. Ja. Man kann. Das Einzige, wo man jemandem was wegnehmen kann, ist, wenn man seine Produktion aufbaut, kann man quasi Sachen den bauen. Den klauen. Ja. Genau, den kann man die klauen, aber sonst... Ja, es geht. Ist okay. Es macht eigentlich jeder eher so seine eigene Wurst. Ja, und, typisch Eurogame, weil wir noch nicht gesagt haben, also man ja, Punkte sammeln halt quasi im Endeffekt. Ja, ja vom Prinzip her, ja. Ja, ist so. Jeder spielt seinen eigenen Käse auf dem Brett. Man fragt bloß halt ab und zu mal, wer hat Glas, dann benutzt man das mit und ich kann meine Begeisterung kaum zurückhalten. Man merkt es richtig, also es sprudelt es richtig über, ist krass. Ansonsten, ja klar, wenn ihr jetzt natürlich genauer hinguckt, wo, was brauchen alle und so Pelze zum Beispiel und haut euch das in die Stadt rein, dann müssen viele damit handeln, dann kommt ihr öfter mal dazu, ja, aber das war's dann auch mit der Spielerinteraktion, ja. Erlernbarkeit, ja, ist halt leicht erlernt, ne, das Erklären ist dauert ein bisschen und von der Komplexität her haben wir da, ja, naja, also grundsätzlich, so. Grundsätzlich hast du schon viele Wege, die du, ja, du weißt ja, dass ich immer so Pen mit den Wacker ist halt einfach so. Also man hat halt viele Handelswege, die man nacheinander abschreitet. Gut, aber eigentlich ist es nicht komplex, sondern einfach nur viel, was du... Liegt einfach viel auf dem Tisch. Ja, viel auf dem Tisch. Also groß komplex ist es nicht, aber... Aber dafür ist die Aufbauzeit enorm. Die Aufbauzeit ist sehr, sehr hoch. Es hat man viele unterschiedliche Plättchen. Ich wüsste aber auch nicht, wie man es besser machen soll in dem Fall. Bei nee, ja. Aber die Aufbauzeit ist schon... Ja, ist recht knackig. Zehn... Aufbauen 15 Minuten, würde ich fast sagen. Ja. Also wir haben jetzt mit Aufbauen, Erklären, Spielen haben wir fast 3,5 Stunden gebraucht. Da liegt zu auch viel. Der Knackpunkt, warum Martin vielleicht so ein bisschen... Aber gut, wir werden ja erstmal jetzt ganz nett unsere Kumpels reinholen. Die geben euch erstmal eine Meinung ab, bevor ihr dann überraschend meine kriegt. Und meine natürlich. Ich habe nämlich gewonnen. Hallo, dann auch nochmal von uns beiden. Ich bin Jan. Ich bin Markus. Und wir beide unterstützen die Könige heute bei ihrem Fazit zu den neuen Brettspielen, die wir so ausprobieren. Und ja, da fange ich jetzt mal an mit eben Anno, was wir gerade
schon kurz zusammengefasst hatten in den Kategorien von Meeple King. Da ist mir aber, glaube ich, aufgefallen, dass die Kategorie Glücksfaktor gefehlt hat. Das heißt, den würde ich spontan mal mit nicht vorhanden betiteln. Denn Glücksfaktor war wirklich einfach nicht präsent. Man kann seine Entscheidungen und seine Züge planen und da ist nichts mit Glück und Würfeln oder irgend sowas dabei. Von daher spielt uns das gut in die Karten, also hat uns das ganz gut gefallen. Würde ich jetzt mal für uns alle sprechen. Und ja, mir hat das Spiel insgesamt auch recht gut gefallen. Ich würde es auch gerne noch ein paar Runden mal ausprobieren, denn man hat schon das Gefühl jetzt am Anfang, es erschlägt einen ein bisschen, weil es wirklich sehr viel ist, was auf dem Tisch liegt und da viele Verzweigungen sind mit den Rohstoffen und Ressourcen und was braucht man wofür. Und der eigene Plan, den man sich vielleicht am Anfang des Spiels entwirft, der wird sehr schnell zunichte gemacht durch neue Handkarten, die dann wieder andere Herausforderungen und Ressourcen brauchen und so weiter. Deshalb muss man da vielleicht ein paar Mal spielen, um reinzukommen und alle Ressourcen zu kennen und so ein bisschen die Struktur von dem Spiel und sich dann ein bisschen flexibler darauf einzustellen, wo man hin will und was vielleicht die eigenen Siegbedingungen sind, auf die man jetzt hinarbeitet. Genau. Ja. Ich fand es auf jeden Fall ganz interessant, dass gleich zu Anfang in der Anleitung drin steht, euch kommt es vielleicht so vor, dass das Spiel nie enden würde und so war es auch zwischenzeitlich, denn wir hatten tatsächlich das Gefühl, Mensch, okay, der hat noch so viele Karten, der hat noch so viele Karten, wo soll denn das ganze Spiel hingehen? Ja, es hat sich dann glücklicherweise doch irgendwann recht flott aufgelöst, nachdem Gordon seine Karten losgeworden ist und Martin hatte, trotzdem er viel mehr Karten hatte, war er ihm irgendwie ganz knapp hinterher. Also das hat sich irgendwie noch ganz gut ausgeglichen. Es war jetzt nicht der als erstes fertig ist, liegt so weit vorne, dass die anderen nicht mehr hinterherkommen. Aber es war auf jeden Fall für mich irgendwie ganz komisch gewesen zu sehen, okay, wo endet denn das Spiel? Worauf kann man denn hinarbeiten? So, und was mich ein bisschen gestört hat an dem Spiel war, dass einige Sachen zu bauen wirklich eine konkrete Absprache mit anderen bedarf. Man hat gar nicht genug Runden, um bestimmte Gegenstände zu bauen oder sich einzukaufen, um irgendwie damit weiterzukommen. Man müsste mit anderen reden, hey, guck mal hier, ich probiere hier für das letzte Schiff das und das zu bauen. Das erfordert aber 4 weitere Gegenstandsschritte, um dorthin zu kommen. Also das hatten wir jetzt als solches nicht gemacht. Jeder hat so sein eigenes Ding gemacht und geguckt, dass man irgendwie von dem die Ressourcen benutzen kann, von dem, um sein eigenes Ding zu bauen. Aber an und für sich merke ich schon, für die letzten paar Gegenstände müsste man deutlich mehr größere Kommunikation miteinander führen. Ich weiß nicht, ob das so Inhalt dieses Spiels sein soll, aber ich würde es auf jeden Fall gerne nochmal eine zweite Runde spielen, um zu gucken, ob das eine andere Funktion, eine andere Spielweise auf jeden Fall zustande bringt. Ich habe gemischte Gefühle, es kam mir viel zu lang vor, aber ich würde es auf jeden Fall noch ein zweites Mal probieren. Ja, haben wir noch was? Weiter geht's. Also, es ist ein fantastisches Spiel. Ich liebe es. Ich würde es am liebsten gleich nochmal spielen. Nein, also ganz ehrlich, es ist an sich ganz cool gemacht. Ich denke, das fängt den Handelcharakter von Anno ziemlich cool ein. Der ganze Tisch liegt voll mit irgendwelchen Handelswaren, die aufeinander aufbauen. Das ist am ersten Moment ganz schön erschlagend, weil man so eigentlich denke ich, oh, cool, ich will das Riesenschiff haben. Und dann fängst du an, hier und da und da und da und da. Und dann denkst du, jetzt hast du es verstanden und dann stellst du fest, du brauchst einen Babu, also hier den größten Arbeiter, den man da, hier, den Oberingenieurchef. Und für den Babu brauchst du dann auch 20 Ressourcen. Und so rechnest du dir das irgendwie runter, verlierst dabei völlig die Übersicht. Ja, schon. Und eigentlich wollte ich nur die Entdeckerschiffe wollte ich haben. Die größten. Und da bin ich nicht mehr zu gekommen, weil ich hatte 25 Handkarten, Gordon hat irgendwann Schluss gemacht und irgendwie ganz schön erschlagend. Und um ganz nach hinten zu kommen, muss man so viele Voraussetzungen erfüllen. Und wenn einen niemand unterstützt, weil niemand das baut, was man gerade braucht, dann ist man irgendwann in einer ganz schönen Sackgasse, weil du musst ja alles zusammen popeln und bessere Übersicht, habe ich gerade mit Jan geredet, bessere Übersicht wäre ganz cool. Ja. Wenn man einfach hinten drauf, dass man vielleicht so einen Strukturbaum hat, also was brauchst du wofür und nicht einfach das alles nochmal abgedingst. Ja. Zum Beispiel, ein Strukturbaum wär nicht schlecht, dass man da mal eine Übersicht reinkriegt. Ja, also die Übersichtskarte, die mitgeliefert wird, ist auch irgendwie nicht so optimal, das haben wir alles schon besser gesehen. Und ja, einfach nur Text gefüllt. 120 Minuten, also wir haben echt 3,5 Stunden fast mit Aufbauen gebraucht und das ist mir für so ein Spiel
ist mir das echt zu viel. Also für mich fühlt sich an wie verschwendete Lebenszeit, wenn ich für ein Spiel, was für mich so den Eindruck eines kleinen, so eines Siedlers von Katan oder so macht oder so, es dauert mir einfach zu lange. Also wenn ich eine Riesenschlacht habe, ich spiele StarCraft Rising Sun oder was weiß der Geier und das dauert 3-4 Stunden oder dann macht das richtig Boom auf dem Tisch. Aber hier irgendwie so dieses, hat noch jemand Wolle und dann bräuchte ich nochmal Alkohol. Ne, ne, ne. Und das mache ich 3 Stunden lang. Zeit. Ja, es ist einfach zu lange. Also ich finde auch, für das, was man macht, ist es ein bisschen zu lang gewesen. Kann natürlich auch, muss man auch daran, vielleicht daran liegen, dass wir halt das erste Mal das alle gespielt haben. Wir waren auch zu viert, volle Besetzung. Da ist die Downtime natürlich ein bisschen höher. Ja. Aber grundsätzlich finde ich den Mechanismus nicht ganz so charmant, wie das Spiel beendet wird. Also das Spiel wird beendet, wenn einer alle Handkarten ablegt. Man zieht aber immer neue Handkarten, wenn man neue Arbeiter von einer bestimmten Stufe bekommt. Ja. Und dadurch hatte Martin 23 Karten. 23 Handkarten auf der Hand. Und ja, einfach nur, weil ich meine Wirtschaft ausbauen genau. wollte. Ja, also man kann auch, es gibt auch Karten, wo man eine Karte wieder abwerfen kann, aber grundsätzlich musst du die alle spielen. Und um eine Karte zu spielen, brauchst du einen Zug. Dann geht es nochmal rum, dann ist der nächste Zug. Also wenn ja. Martin hätte 23 Züge gebraucht, um alle Karten zu spielen. Man kann auch manchmal zweimal miteinander dran sein. Aber das hat mich auch ein bisschen gestört. Aber du hast Schluss gemacht und wir waren von Siegpunkten jetzt her trotzdem nicht so weit genau, auseinander. Das also stimmt man kann schon. Handkarten auch sammeln. Man muss jetzt nicht darauf anlegen, ja, die loszuwerden. Nee. Und ja, aber es dauert mir einfach viel zu lange. Und ich bin am Ende nicht dazu gekommen, die großen Schiffe zu bauen, genau, die ich eigentlich haben wollte. Ja. Ich bin da nicht mehr hingekommen. Es war einfach, es ist zu viel Aufwand. Also für mich, ich weiß nicht, ob ich es nochmal spielen werde, vielleicht nochmal zu dritt oder so. Aber an sich, also für mich fühlt sich an wie Zeitverschwendung, weil es einfach, es dauert mir zu lange. Es dauert mir viel zu lange. Es ist nett gemacht, es sieht cool aus, die Mechanik greift gut ineinander. Aber die Spielerinteraktion könnte auch ein bisschen höher sein, als ich nehme mal deinen Stoff, du kriegst ein Gold und. Oh. Gut, dann sage ich noch ein paar positive Sachen dazu. Ich bin der Einzige von uns, glaube ich, der Anno 1800 generell schon am PC viel gespielt hat und darf, ich finde, das haben sie gut gemacht. Also, dass man diese Waren und alle so handelt, die haben das ganz gut übersetzt in ein Brettspiel, was ja öfter mal nicht so der Fall ist, aber das grundsätzlich haben sie cool gemacht. Und mir hat es auch gefallen, aber mir war es auch zu lang. Also, ich werde es auf jeden Fall nochmal spielen. Aber wahrscheinlich auch lieber mit 3 Leuten. Mit 4 muss vielleicht nicht unbedingt sein. Es greift alles gut ineinander, wie du gesagt hast. Den Endmechanismus finde ich nicht so gut, aber sonst hat es mir ganz gut gefallen. Also ich würde auch sagen, ja, materialtechnisch hätte man ein bisschen was machen können, aber es ist in Ordnung. Und ich meine auch Leute, die noch nicht so viel gespielt haben, können das durchaus mal ausprobieren. Ist jetzt nicht super komplex, aber da kann man ein bisschen reinkommen in das Spiel. Und vom Thema ist es schön. Also einfach grundsätzlich sieht es ganz cool. Es sieht auch aus wie das PC-Spiel, also von den ganzen Zeichnungen und so. Das ist halt auch original, sage ich mal. Ich hoffe, viel mehr gibt es dazu eigentlich nicht sagen wollen. Eine kurze Meinung sagen, das ist es. Ja, und damit wechseln wir zum nächsten Spiel. Weiter geht's mit Rising Sun. Rising Sun, wie ein weiser Samurai einmal sagte. Okay. Bin nicht draufhauen. Es ist wertvoll. Ja, das ist ein Zusammenschnitt. Wir haben mit den Jungs letzte Mal so lange noch gespielt. Die Runde hat sich ganz schön gezogen. Und deswegen haben wir es leider nicht mehr geschafft, von den anderen beiden die Meinung mit in das Video reinzupressen. Ja. Die gibt es jetzt von uns hier nachträglich nochmal. Kleinen Überblick zu dem Spiel. Cool wäre aber trotzdem, wenn euch das gefällt und ihr sagt, ja, die Meinung von den anderen beiden hätte mich eigentlich auch noch interessiert. Genau. Mir gefällt grundsätzlich das Format. Wenn ihr mal so einen Brettspieltag macht und spielt 4 verschiedene Spiele, dann lasst doch jeden was dazu sagen. Dann werden wir das in Zukunft auch machen. Ich finde das Format eigentlich ganz cool. Ja, cool. Da hört man auch so ein bisschen, die beiden haben ja noch etwas anderen Blick auf die Dinge wie wir. Definitiv, ja. Ja. Und deswegen machen wir jetzt direkt schnell weiter mit Rising Sun. Ein Spiel, was ja jetzt auch nicht frisch rausgekommen ist, nee. Von Seaman, Kamen, whatever man sie nennen will, cool, Mini, why not? Genau, Eric M. Lang, der auch Blood Rage gemacht hat, ist quasi der Nachfolger davon. Also, ja doch, ist eigentlich der Nachfolger davon, wurde so gesagt. Genau. Wir können aber sagen, die Meinung von den anderen beiden, die haben wir mit im Gepäck. Mhm, das stimmt. Und zwar waren die beiden nicht ganz so begeistert. Ja, die unterscheidet sich in dem Fall auf jeden Fall auch mal von unserer. Sehr stark von unserer, ja. Also die waren nicht ganz so begeistert. Sie haben gesagt, es ist ihnen zu komplex. Too much. Es ist ihnen zu unübersichtlich. Mhm. Sie bevorzugen dann eher Blood Rage. Das ist etwas aufgeräumter. Da gibt es nicht ganz so viele verschiedene Möglichkeiten, was man machen kann. So ist es auch definitiv. Also es ist auf jeden Fall, das Blood Rage ist einfacher. Ja, also wenn man jetzt so bei dem Spiel sagen würde, von der Komplexität her, so 8 von 10 würde ich vielleicht sagen. Also das Spiel ist eigentlich gar nicht so komplex, es wird nur unübersichtlich durch die Figuren. Ja, ne? Wirklich, irgendwann hast du wirklich sehr viel auf dem Spielbrett und dadurch wird es dann
Ja. Also wenn man sagt, so Komplexität, Unübersichtlichkeit, 8 von 10, 9 von 10, dann würde ich Blood Rage halt eher so eine 5 von 10 geben, wo man sagt, okay, es ist einfach viel aufgeräumter. Auch begrenzt von den Figuren, ne? Es gibt bestimmte Spots. Und das genau, und dadurch wird es nicht so unordentlich. Ja. Und das war so der Kritikpunkt von den beiden, die haben irgendwann einfach nicht mehr durchgesehen, wussten nicht mehr genau, was sie machen sollen, wer kann was, und dann waren die irgendwann beide raus. Die spielen aber auch nicht ganz so viele Brettspiele wie wir. Ja. Und haben gesagt, nee, dann beim nächsten Mal würden sie lieber Blood Rage spielen. Genau. Dann gehen wir fix unsere Sachen durch wie beim anderen Spiel da. Materialqualität als erstes. Ja. Unterscheidet sich nämlich krass Retail und Kickstarter. Siemen-typisch. finden wir beide scheiße, muss man auch mal so dazu sagen. Dieses krass nur Kickstarter-Exklusive. Es nervt halt einfach. Du kommst ja so nicht an diese Kickstarter. Es ist jetzt die Kickstarter-Version, man kommt so einfach nicht ran. Also man muss wirklich auf den Gebrauchtmarkt schauen und die Preise sind halt teilweise einfach abartig, weil die Leute das alle haben wollen. Es gibt aber, die haben es damals nicht gebackt, wollen es jetzt aber haben. Und da bezahlst du zum Beispiel so wie ich. Ich wollte es aber unbedingt mit dem Material haben, weil wenn ich das Retail auf dem Tisch liegen habe und weiß, dieser Papptoken, der sieht aus wie eine Schildkröte, aber in der Kickstarter-Version, da ist die Schildkröte. Da wäre so eine Schildkröte. Ey, da muss ich es dann einfach kaufen. Also es gibt es auch als Retail Edition, nur dass ihr euch nicht wundert, warum es ein bisschen anders vielleicht aussieht, was wir auf dem Tisch haben. Also Material muss man halt blöderweise sagen, dass man Siemen dann nicht vorwerfen kann, dass sie es falsch machen. Ne? Du findest es zwar scheiße, aber du gibst trotzdem eine Cola aus. Ja, ich sag nur, ich finde es scheiße, aber grundsätzlich ist es natürlich super clever, weil alle Spiele von denen, die halten ihren Wert in dem Sinne auch, weil die so viele exklusive Sachen haben. Halt voll, ne? Wenn das Spiel nicht komplett scheiße ist natürlich. Also darum ist natürlich auch, die sind halt marketingtechnisch einfach super aufgestellt. Ja. Ne? In ihren Kickstarter-Kampagnen bolzen die das Ding voll mit Stretch-Goals bis zum Get-No, obwohl vorher eigentlich schon klar war, dass die da alle drinnen werden. Die designen ja die Figuren nicht danach erst, ja? Ja, logisch. Oh, jetzt für euch haben wir es wieder geschafft und der Designer saß bis gestern Nacht dran und wir haben aber auch schon das erste Model aus China bekommen. Ja, na, die sind einfach marketingtechnisch super aufgestellt, die knallen die Spiele voll mit Kickstarter-Materialien, ja. Die sind auch gut. Ja, die Figuren sind der Hammer, das macht einfach auch Spaß, sie zu bemalen. Gut, es fühlt sich gut an, die Haptik von den Materialien ist der Hammer, diese Chips, womit man seine Aktion plant. Was soll man dazu sagen? Ja, cool. Es ist gut, ich bin mit der Firmenpolitik auch nicht einverstanden, man kann den Leuten aber auch nicht absprechen, dass sie es drauf haben. Ja, weil für den wenn man den Kickstarter-Preis bezahlt, bekommt man extrem viel für sein Geld. Also wenn du den Kickstarter nur die Corebox nimmst mit diesen Stretch-Goals, die man dazu gibt, hat man schon so viel Zeug einfach dabei, dass es sich definitiv lohnt für den Preis. Ja. Einfach geil. Ja, top. Erlernbarkeit ist okay. Ist jetzt nicht so sonderlich schwer da reinzukommen, muss man sagen. Ja, also ich finde, es geht. Ja, der Einstieg ist, kommt auf die... Die beiden Jungs haben sich ein bisschen schwer getan, Markus und Jan am Anfang. Die haben verschiedene Aktionen nicht verstanden. Ich glaube, die haben sich aber auch nicht so gut vorbereitet, wie sie es eigentlich tun wollen. Ich fand's okay, ich habe mir eine halbe Stunde Erklärvideo dazu angeguckt, hatte danach noch zwei, drei Fragen an Gordon und dann konnte es losgehen. Genau. Im Spiel habe ich dann weiterführende Mechaniken und Zusammenhänge erst ein bisschen besser verstanden. Ist ja normal. Aber grundsätzlich so zu verstehen. Genau, ich habe letztens auch, bei mir zu Hause habe ich mit meiner Freundin und einem anderen Pärchen, die auch viel spielen oder auch sehr viele Expertenspiele spielen, erklärt und die fanden es gut verständlich. Also sie fanden es im Endeffekt auch dann irgendwie auch echt viel, aber sie haben nicht gesagt, dass es unverständlich war vom Spielen, weil das ist eigentlich flutscht es ganz gut, wenn man weiß, wie es funktioniert. Ich würde sagen, da ist es jetzt so im Vergleich zu Blood Rage nicht viel schwerer. Ja. Ja. Die Komplexität so nach hinten raus, es wird halt unglaublich komplex durch dieses Gewulst an Figuren, was da auf den Tisch geknallt wird. Ne? Das ist halt auch unser größter Kritikpunkt. Definitiv. Dadurch, dass man dann diese Götter noch mit reinholt und irgendwann stehen auf dem Tisch 40, 50 Figuren. Das ist echt heftig. Und ob sie angemalt sind oder nicht, spielt jetzt vom Prinzip her erstmal keine tragende Rolle. Es ist einfach zu viel. Unübersichtlich. Ja. Es ist einfach viel zu viel. Du willst mir noch eine Figur reinzustellen. Du willst deine Figur da in irgendeinem Feld reinstellen, da sagt der Erste, da dürfen keine Figuren rein, weil du hast mehr Ehre als ich. Dann sagt der Andere, du kannst aus meinem Feld sowieso nicht rauslaufen, weil du hast weniger Ehre als ich. Ja. Du hast die Ehre, hast du da. Und du weißt eigentlich gar nicht mehr, was du überhaupt noch machen kannst, ja. Und dann denkst du hast es schlau geregelt und läufst irgendwo rein und willst da kämpfen und dann heißt es auf einmal, die Stärke deiner Figuren zählt aber nicht, weil, guck mal, hier steht noch ein Gott hinter dem Riesendrachen. Ach, den habe ich ja gar nicht gesehen, ja. Das war bei dir sogar einmal so, ne? Ich habe einmal eine Figur überhaupt nicht gesehen, die ist aus meinem Blickwinkel einfach hinter einer anderen verschwunden. Das ist echt krass. Unübersichtlich. Ja, ist es auf jeden Fall. Unübersichtlich hoch 3000, ja. Es ist an sich ganz cool, weil man hat dadurch viele Möglichkeiten. Hat man, ja. Aber es ist sehr unübersichtlich. Sagen wir ganz kurz noch was dazu, aber ich habe die Anleitung gelesen, das ist eigentlich relativ leicht verständlich. Die Anleitung ist auch nicht ewig dick und wie wir schon gesagt haben, wenn man es dann verstanden hat, flutscht es auch gut, das sieht man auch an der Anleitung, die ist nicht mega lang und auch gut geschrieben. Das wollte ich nochmal kurz dazu sagen. Also jo. Lernbar ist es gut.
Ja, lernbar ist es gut. Ja, Anleitung haben wir. Spielerinteraktion, ja gut, mehr geht nicht. Ne? Genau. Ist wie bei Blood Rage. Es geht eigentlich permanent darum, die anderen zu stänkern und ihnen aufs Maul zu hauen. Genau. Also das ist halt auch Zeit ein reines Spielerinteraktionsspiel. Genau. Die Kampfphase ist hier am Ende von einer Season, nicht wie zwischendurch, ja, wie bei Blood Rage. Und ein anderer Mechanismus, man bietet halt auf bestimmte Aktionen, die man im Kampf durchführen kann. Ist ein witziger Mechanismus auf jeden Fall. Man hat halt bestimmte Münzen, die muss der andere wissen, hat aber ein paar Schwächen. Da finde ich Blood Rage cooler mit den Karten. Finde ich auch besser. Weil diese Münzen, wenn der eine zum Beispiel 2 Münzen hat und ich habe, sagen wir überspitzt, 10, dann baue ich halt auf jedes einfach nur 1 hinlegen. Wenn ich auf der Ehre noch höher bin, dann habe ich überall gewonnen. Also da gibt es halt auch Sachen, wo es dann komplett ausgehebelt wird und man auf jeden Fall gewinnt. Das ist halt so ein bisschen... Ja gut, aber wenn der andere in Blood Rage keine Karten mehr auf der Hand hat, ja, oder ich weiß, er hat keine Kampfkarten mehr auf der Hand... Aber dann weiß ich, dass er zum Beispiel keine Kampfkarten auf der Hand hat, das weiß ich ja eigentlich im Idealfall für ihn nicht. Und du musst halt immer sagen, wie viele Münzen du vorher hast. Ja, okay. Also ja, aber wenn eigentlich Blood Rage ist ein bisschen cooler. Ja, was das angeht auf jeden Fall, ja, fand ich auch sauber. Ich mag so dieses Bieten auf irgendwelche Sachen nicht hinter versteckter Hand und dann guckt man nach und das ist okay, es ist gut umgesetzt in dem Spiel. Ich würde es auch jederzeit wieder spielen, ich fand es aber in Blood Rage einfach cooler. Man legt sich vorher seine Kampfkarten zurecht und es kommt einfach geiler, wenn man aus der Hinterhand mal immer mal noch so einen Fünfer hinterherhaut. So, ja, es sah so aus, als hätte ich nichts mehr, aber plus 5. Ja, deine plus 5 gehen auf meine Siegpunkte. Und wir ziehen nochmal neu. Du bist ein Arschloch. Das ist in Blood Rage ein bisschen cooler. Ja. Ja, ansonsten meine Meinung zu dem Spiel. Ich habe es eine Runde jetzt erst gespielt, in der großen Runde. Es hat leider nicht so ganz geflutscht, weil die anderen beiden so Verständnisprobleme hatten. Da hat mir so ein bisschen der Spielflow gefehlt. Das kann man dem Spiel jetzt aber schlecht anrechnen. Ich persönlich fand es ziemlich cool. Mir hat es Spaß gemacht. Ich würde es auch jederzeit mit einer Expertengruppe wieder spielen. Ja, dieses Bieten, also haben wir ja eigentlich alles gesagt. Ich find's gut. Wird bei mir jetzt nicht ganz oben ins Regal kommen. Ich würde es mir jetzt auch nicht selber kaufen. Ja. Die Kickstarter-Materialien sind super. Ich find's cool, dass er sie hat. Damit spielt es sich wesentlich geiler. Aber wenn er eine Runde Rising Sun spielen will, dann da bin ich schon dabei. Es gibt viele andere Spiele, die ich lieber spielen würde, aber auf jeden Fall bin ich immer bei einer Runde Rising Sun am Start. Also mir gefällt es. Es wird erstmal nicht ausziehen. Ich habe 3 Runden bisher gespielt. Hat sich immer sehr anders gespielt und ich werde es auf jeden Fall erstmal behalten. Ich hab auch Ankh gebackt. Da können wir auch sehr gespannt drauf sein. Das werden wir natürlich auch vorstellen. Kaufen! Das ist quasi der Nachfolger von diesem Spiel. Nochmal ein bisschen. Figuren! Oh Gott, Figuren, ey. Geld spielt keine Rolle. Sehr schön, ja. Aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall bleibt das Spiel bei mir auch im Regal. Mir hat es sehr gut gefallen. Ist jetzt auch nicht mein absolutes Lieblingsspiel. Und Blood Rage gefällt mir auch ein Ticken besser. Da muss man bestimmt irgendwann auch mal gucken. Eins von beiden reicht wahrscheinlich und werde ich wahrscheinlich entscheiden, wenn Ankh irgendwann da ist, vielleicht das Beste von den dreien wird bei mir im Regal bleiben und dann schauen wir weiter. Und der Rest geht raus. Ja, das kann man machen. Ist ja ohne Wertverlust, kann man sagen. Genau, da kommt eher Wertsteigerung gefühlt im Moment. Also das ist wirklich gut. Das sollte so gewesen sein. Das war unsere Meinung zu Blood Rage. Mehr Spiele haben wir an dem Tag leider nicht gespielt. Rising Sun. Mehr Spiele haben wir an dem Tag leider nicht gespielt. Mehr können wir dazu nicht sagen. Vielen Dank, dass ihr reingeschaut habt. Ja. Genau. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sind die Jungs von Meeple King. Auf Wiedersehen. Tschüssi.